Wenn andere deine schönen, selbstgestrickten, gemütlichen Hausschuhe sehen, wirst du schnell in Produktion gehen müssen. Die will jeder haben. Ich zeige dir hier einmal den schwierigsten Teil, nämlich das Berechnen der nötigen Maschenanzahl in der Breite und um den Spann und der nötigen Reihen für die Länge je nach Fuß. Wenn du das verstanden hast, kannst du losstricken. Das Besondere, was noch dazu kommt, ist, dass diese Schuhe nach dem Stricken gefilzt werden. Das heißt, hier gibt es auch noch einen Filzfaktor. Und das zeige ich dir gleich. So sehen die Schuhe fertig aus, wenn du sie gestrickt hast, und so, nachdem du sie gefilzt hast. Hier sehen wir einmal auf der linken Seite einen fertig gestrickten Hausschuh, so wie er aussieht, wenn ihr ihn zusammengenäht habt. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie er aussieht, wenn er in der Waschmaschine gefilzt wurde. Das heißt, es geht einmal darum, dass man berechnet, wie breit muss mein Schuh sein für den jeweiligen Fuß und auch wie lang. Und im zweiten Teil dann eben auch, was ist denn der Filzfaktor dazu? Und dazu habe ich eine Formel im Buch angegeben, die ich euch einmal erklären möchte. Durch das Filzen verkleinert sich die Höhe um den Faktor 1,5 und die Breite um den Faktor 1,2. Daraus ergibt sich folgende Berechnung. Erstmal muss man den Fuß messen. Das ergibt eine Länge in Zentimetern. Diese nehme ich mal 1,1. Das wären die zu strickenden Reihen. Man muss sie aber nochmal eben mal dem 1,5 Filzfaktor nehmen. Daraus ergibt sich eine nötige Reihenanzahl, die wir uns notieren. Den Umfang um den Spann muss man genauso messen und mal 0,9 nehmen. Das wäre die nötige Maschenanzahl bei dieser Wolle. Dann aber nochmal mal 1,2, dem berechneten Filzfaktor. Das Ergebnis muss man immer aufrunden auf eine Zahl, die durch 3 teilbar ist.